Hallo und ganz herzlich willkommen zum letzten Wochenrückblick des Jahres 2018. In der kommenden Stunde fassen wir das Wichtigste der vergangenen Woche noch einmal für Sie zusammen. Anfang Oktober war es die Schlagzeile. Centerparks Allgäu schließt wieder und das kurz nach der Eröffnung. Grund dafür waren technische Probleme mit Heizung und Warmwasser in den neuen Ferienhäusern, hieß es damals von Seiten der Parkbetreiber. Eine Situation, die für Chaos im Park und Empörung bei den Gästen sorgte. Einige reisten sogar wieder ab. Rund 3 Monate später. Mittlerweile hat der Park geöffnet und es scheint, als wären die Startschwierigkeiten überwunden. Wir waren vor Ort und haben nachgefragt. Der Parkplatz ist voll, Besucher kommen und gehen. Endlich läuft es rund im Centerparks Allgäu in Leutkirch. Ende Oktober öffnete der Park wieder, nachdem er kurz nach der eigentlichen Eröffnung wieder schließen musste. Im November konnte man dann allerdings etwa 60.000 Übernachtungen verzeichnen, im Dezember um die 80.000. Die Startschwierigkeiten, die sind überwunden, wenn Sie die meinen aus dem Oktober. Die sind überwunden und die aktuelle Situation ist, dass wir über 2.000 Gäste haben, jetzt zunehmend, über Weihnachten sind es dann 3.500 und geht an Silvester an fast 4.000 Gäste. Doch komplett fertig ist man immer noch nicht. Der nördliche Bereich des Parks ist eine Baustelle. Nein, der Nordteil, das war auch von Anfang geplant, dass der in einer zweiten Phase fertiggestellt wird. Ein Teil, Nordteil spreche ich dann von den Exklusivhäusern und dem Spa-Bereich. Ein Teil der Exklusivhäuser von den 250 sind 104 ganz genau, sind fertiggestellt. Die anderen werden dann nach Weihnachten bis März werden diese Häuser fertiggestellt, die fehlenden 150 circa. Und auch der Spa-Bereich, der wird bis Mitte Februar, März wird er fertiggestellt sein. Der Park steht jetzt jedoch dort, wo vorher Natur war. Es war ein ehemaliges Munitionsdepot, das kaum betreten wurde. Daher konnte sich die Natur dort relativ ungestört ausbreiten. Um das wieder auszugleichen, läuft im Park selbst ein Waldumwandlungsprogramm. Im Umfeld von den Ferienhäusern musste im Abstand von den Ferienhäusern von 30 Meter gerodet werden, die großen Bäume, die hohen Bäume. Im direkten Umfeld der Ferienhäuser, sprich in 10 Meter Abstand circa, wird eine Gartenanlage wurde angelegt und zwischen den 10 und dann den 30 Metern, da findet ein sogenanntes Waldumwandlungsprogramm statt. Die großen Bäume mussten da gefällt werden. Vorher standen auf dem Gelände größtenteils Fichten. Nun wird mit Mischwäldern eine größere Biodiversität vor Ort geschaffen. Damit ist es aber noch nicht getan. Es mussten insgesamt etwa 80 Hektar Ausgleichsflächen geschaffen werden. 56 davon sind nun im Kürnacher Staatswald. Der Grundgedanke war, diese Lebensräume, die verloren gegangen sind, da sind Untersuchungen abgelaufen in den Jahren 2009 und 2010, welche Tierarten verloren gegangen sind. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen auf die Landschaft, also auf diese Landschaftsbestandteile. Gesucht wurde ein Gebiet mit einem gut strukturierten Wald, der durch verschiedene heimische Baumarten auch entwicklungsfähig ist. Wichtig ist auch Totholz, Lebensraum für verschiedene Tierarten und Pilze. Es gibt sehr seltene Arten, gerade bei Centerparks ist festgestellt worden, viele Greifvögel, die also ihren Rückzugsraum brauchen. Da muss man damit rechnen, dass da die eine oder andere Art nicht mehr kommt. Aber es ist auch nach wie vor so, im Centerparks gibt es immer noch ruhige Stallen. Ganz ausgleichen könne man das nun bebaute Gebiet nicht. Jedenfalls nicht für alle Arten. Dafür könnten aber sogar noch neue Arten dazukommen. Damit der Wald gedeihen kann, wird er nach schon abgeschlossenen Maßnahmen nun komplett in Ruhe gelassen. Auch betreten sollte man ihn möglichst nicht mehr. Nur so können sich Pflanzen und Tiere ungestört entwickeln. Es ist der Tag, dem viele Kinder seit Monaten entgegengefiebert haben. Und die meisten konnten es kaum erwarten, dass er endlich kommt. Der heilige Abend. Letzten Montag war es dann endlich soweit. Aber die Spannung stieg ja schon seit Anfang des Monats. Schließlich wird ja jeden Tag im Advent ein Adventskalendertürchen geöffnet. Aber was, wenn das letzte Türchen offen ist? Wir haben in einem Kindergarten in Kempten nachgefragt, was denn eigentlich an Weihnachten passiert ist und wie die Kinder den Tag verbringen. Du machst ja jetzt jeden Tag ein Türchen beim Adventskalender auf, ne?
Wenn du dann bei der 24 angekommen bist, was passiert denn dann? Da ist Weihnachten. Dann ist Heiligabend. Und was passiert Heiligabend? Da feiern wir, dass Jesus geboren ist. Da kommt das Christkind und gibt Geschenke. Wie sieht denn das Christkind aus? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß es nur aus meiner Fantasie. Wie stellst du dir das Christkind vor? Ich stelle es mir vor mit einem goldenen Kleid und weißen Flügeln und silbernen Schuhen. Weiß und mit Flügeln. Goldenen Schuhen und dann noch einen weißen Anzug und einer goldenen Krone drauf. Dass es blau ist mit silbernen Schuhen und mit blauen Strumpfhosen. Bringt es denn die Geschenke ganz allein oder hat es Hilfe? Das hat Hilfe. Wer hilft denn da? Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat schon noch andere Engel und die helfen ihm. Ja, aber bis Christkind kommt ja eigentlich eher erst abends. Was machst du denn dann den ganzen Tag über? Freue ich mich. Und das hältst du dann so lange aus? Nee, so lange auch nicht. Wenn es dunkel wird, bin ich dann schon voll aufgeregt. Fernsehen schauen. Habt ihr denn auch einen Christbaum zu Hause und wer dekoriert denn den? Jeder, ich und Papa oder ich und Mama. Mama und Papa und manchmal hilft das Christkind auch. Ich und Mama. Du darfst mit dekorieren. Hast du denn irgendwas, was du da gerne dran machst oder was da unbedingt drauf muss? Oben an der Spitze ein Stern. Da ist oben ein Stern und da sind noch das Spielzeug drauf. Und noch überall grün. In unserer Redaktion sind meine Kollegen und ich ja fast jeden Tag irgendwo im Allgäu unterwegs. Schließlich wollen wir Ihnen ja täglich eine neue Sendung mit den wichtigsten Themen zeigen. Vieles, was hinter den Kulissen passiert, bekommt man als Zuschauer dabei aber gar nicht mit. Und um Sie auch daran ein bisschen teilhaben zu lassen, haben wir kleine Jahresrückblicke für Sie gemacht. Zuerst sehen Sie den meiner Kollegin Julia Becker. Igel, Schafe, Wild. Ein paar tierische Drehs waren letztes Jahr dabei. Angefangen mit der Rotwildfütterung. Dass ich bei diesem Dreh mit einem Jäger eine Stunde lang in einem kleinen Kabuff gesessen bin, sieht man bei dem 3-Minuten-Beitrag natürlich nicht. Regungslos harrten wir aus, denn das Wild nimmt jede Bewegung wahr, ist ein Fluchttier und checkt erstmal ganz genau die Lage, bevor es sich blicken lässt. Und als Jäger ist Ludwig Weiß langes Warten gewöhnt. Er macht kurzerhand neben mir ein Nickerchen. Ich allerdings warte und warte. Und gerade als ich die Aktion abblasen wollte, stolzieren die Tiere ums Eck. Und was für schöne Tiere das sind. Mein zweiter Dreh führt mich zu einer Frau, die Igeln beim Überwintern hilft. Die meisten schlafen schon, nur ein paar wenige waren noch aktiv und trauten sich endlich doch mal raus. Und erst vor kurzer Zeit durfte ich dann Carolina und Franz Gräber auf ihrem Schafshof besuchen, wo sie vom Aussterben bedrohte braune und gefleckte Bergschafe züchten. Aber es drehte sich natürlich nicht nur alles um Tiere, ich durfte auch ganz viele andere Sachen drehen. Einer meiner absoluten Lieblingsdrehs war der in Jengen bei Armin Eckel. Er spielt ein für das Allgäu sehr untypisches Instrument. Die Didgeridoos kommen aus Australien und werden von den Aborigines gespielt, von den Ureinwohnern. Es ist auch eins von den ältesten Instrumenten, was die Natur selber erschaffen hat. Also es wird, man muss sich das vorstellen, das ist ein Baumstamm, ein Stammholz, ist nicht so arg groß, kommen Termiten und die fressen innen dieses Didgeridoo aus.
Und so klingt das Ganze. Doch wie spielt man Didgeridoo? Man muss sich das so vorstellen, man hat einen Grundton, ich spiele von unten, wenn ich ganz normal atme, ausatme, spiele ich einen Grundton und ich muss ja irgendwo einatmen. Also es geht nicht, dass ich ausatme und gleichzeitig Luft hole, das funktioniert nicht. Das wird überspielt, da wendet man einen kleinen Trick an, diese Luft in die Backen wird zusammengepresst und nach vorne ausgedrückt und die Zunge rollt dann eben die Luft nach vorne und in dem Moment kann ich durch die Nase einatmen. Und dann geht es wieder von vorne los, atme ich die Luft, was ich eingeatmet habe, durch die Nase ein und dann wieder raus. Ich kann es mal vormachen, wie das so funktioniert. Das ist jetzt die Einatmung, ich habe durch die Nase eingeatmet und jetzt habe ich die Luft in die Lungen und blase jetzt die Luft raus. Und zusammen funktioniert es dann. Und so spielt man Didgeridoo. Okay. Das probieren wir gleich mal selber aus und bekommen kurzerhand einen kleinen Kurs. Und stellen schnell fest, auweia, das ist verdammt schwer. Und dann trotzdem locker lassen, als wenn du machen könntest. Ich kann gerade auch gar nicht machen. Du hast einen Ton. Und um auf Dreh so schöne Filmaufnahmen zu bekommen, sind wir Redakteure oft mit Kameramann unterwegs. Und von denen bekommt man dann auch manchmal etwas andere Aufgaben zugeteilt. So schnell ist man degradiert von der Redakteurin zur Lampe. Man kann mich buchen. Ja, was tut man nicht alles für schöne Aufnahmen? Apropos schöne Aufnahmen. Im Mai durfte ich dann hoch in die Lüfte und mir unser schönes Allgäu mal von oben anschauen. Da durfte ich bei einem Training zur deutschen Flugmeisterschaft in Leutkirch mitfliegen. Mein Pilot, Axel Fischer-Lange. Mein Kollege und ich, wir fliegen einmal im Jahr so eine Rallye. Und wir fliegen vor allem zum Spaß. Und für uns ist es ein Training, weil man lernt oder man frischt dadurch die Präzisionsflugkompetenz auf. Ja. Man lernt wieder sauberer zu fliegen. Bei so einer Präzisionsmeisterschaft müssen sich die Teilnehmer vorher Koordinaten errechnen, zu denen sie in einer bestimmten Zeit fliegen müssen. Da müssen sie dann nach Ortsmarken Ausschau halten, wie Kreuzungen. Die gleichen sie mit Bildchen auf einem Zettel ab. Dabei sollen sie angeben, ob das überhaupt da ist oder eben nicht. Und ich muss schon sagen, das Allgäu von oben ist sehr beeindruckend. Nur was man hier nicht sieht, wir fliegen unter den Wolken lang und hier herrschen große Thermikunterschiede. Es ruckelt und wackelt ganz schön und ich muss gestehen, am Ende war ich mehr als heilfroh, als wir endlich wieder auf dem Boden angekommen sind. Denn mir ist dabei ganz schön schlecht geworden. Nach einer Cola habe ich dann aber wenigstens wieder ein bisschen Farbe bekommen. Sowas passiert halt im Drehalltag auch mal. Dann, nur zwei Tage drauf, wurde es richtig spannend. Bei Oberzollhaus auf dem Truppenübungsplatz. Schüsse und Geschrei sind zu hören. Ein Krankenwagen nach dem anderen kommt an. Aber was ist passiert? Wir durften bei einer Terrorübung des Bayerischen Roten Kreuzes dabei sein. Die Sicherheitslage hat sich ja wie überall bekannt geändert in Deutschland. Und da wollen wir unsere Helfer drauf vorbereiten und einschwören. Damit die Übung so realistisch wie möglich ablaufen kann, waren rund 100 Statisten beteiligt, die Verletzte und Angreifer mimen. Bei dem Szenario, bei dem wir zuschauen durften, wurden die Terroranschläge von Paris zum Vorbild genommen. Heißt, ein aktiver Shooter war an einem Ort unterwegs, hat in diesem Fall in einem Biergarten um sich geschossen. Doch das ist nicht alles. Der zweite Schlag, vor dem wir gerade
leider Gottes immer ein bisschen mehr aufpassen müssen und wo die Täter uns wirklich in die Falle locken, ist der Second Hit. Hier oben eben, hier ist jetzt so eine Bombe explodiert und hat leider Gottes auch Menschen das Leben gekostet und schwer verletzt. Und damit die Szene auch so real wie möglich für die Sanitäter wird, wurden die Mimen auch dementsprechend geschminkt. Und das sieht schon wahnsinnig realistisch aus. Man hatte uns gleich vor dem Dreh darauf hingewiesen, damit wir uns nicht erschrecken. Generell fühlte sich dieser Dreh besonders an, denn man fühlt sich ein bisschen wie auf einem Filmset. Und gleichzeitig greift die Nervosität und Anspannung aller Beteiligten auch ein bisschen auf einen selber über. Die Helfer haben hier natürlich eine große Herausforderung. Das ist einmal das Helfen Verletzter, die real geschminkt sind, die Amputationsverletzungen haben und natürlich auch die psychische Belastung, die hier zum Tragen kommt, wenn die Helfer bis ans Äußerste gefordert sind. Denn nur so lässt sich auch ein solcher Einsatz richtig üben. Denn gerade wenn man sich selber als Helfer in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, muss man lernen, trotzdem schnell und richtig zu helfen. Ochs und Esel, ein paar Schafe, Hirten, ein Engel, Maria, Josef und das Jesuskind. So kennt man sie, die Krippe. Von Weihnachten ist sie eigentlich kaum mehr wegzudenken und bei vielen von Ihnen wird sie sicher auch im Wohnzimmer stehen. Wie genau sie allerdings dahin kam, das fragen sich wahrscheinlich die wenigsten. Und dabei hat die Krippe gerade bei uns in Schwaben schon eine ganze Weile Tradition, exakt 400 Jahre nämlich. Damals wurde in Mindelheim die erste Krippe aufgestellt. Daher gibt es dort auch das Schwäbische Krippenmuseum, das in diesem Jahr neu eröffnet wurde. Das Schwäbische Krippenmuseum in Mindelheim ist das einzige richtige Schwäbische Krippenmuseum. Wir versuchen, die Krippenlandschaften ganz Schwabens abzubilden, da herinnen. Es ist jetzt neu gestaltet worden und das Interessante ist, vor genau 400 Jahren kamen die Jesuiten nach Mindelheim in dieses Gebäude, in dem jetzt das Museum untergebracht ist, und haben die erste Krippe in Schwaben eingeführt, hier in der Jesuitenkirche. Dieses Jesulein ist was ganz Besonderes. Es kommt aus dem Kloster in Leutkirch. Eine alte Legende ist damit verbunden, dass Dominikanerinnen dort ein Kloster hatten. Die sind im Pestjahr 1348, die erste große Pest in Europa, ausgestorben. Jahrzehnte später kamen Franziskanerinnen, um dieses Kloster wieder zu besetzen. Und die fanden im mehr oder weniger leeren Kloster ein Bett, einen Stuhl und ein Christkind. Das sei dieses Christkind gewesen. Und wir haben immer geglaubt, das kann nicht sein. Das Kind war eingenäht in ein barockes Gewand in einem Rokokoschrein. Und bis Kollegen von Freising, die das für eine Ausstellung ausgeliehen haben, das Kind nach Zürich zur C14-Datierung geschickt haben. Und dann kam das Jahr 1300 plus minus raus. Das heißt, die Legende stimmt. Wir haben das älteste bekannte Jesulein. Das ist eine Sensation. Wir sind hier in einem Raum, der heißt zeitgerecht. Zeitgerecht soll besagen, das, was in der Krippe thematisiert wird, dargestellt wird, war zu allen Zeiten, seit 2000 Jahren, immer aktuell. Und was wir hier haben, ist eine moderne Arbeit. Da sitzt die schwangere Maria auf einem Esel, völlig allein, wie ein erratisches Denkmal, und wirkt in ihrer Ruhe und ihrem Alleinsein schon sehr anrührend. Im Hintergrund haben wir Fotos, etwas abgesoftet, von Menschen, die 2015 geflohen sind und versucht haben, in Deutschland Herberge und Asyl zu finden. Wir wollen damit zeigen, Menschen wurden zu allen Zeiten vertrieben. Und wenn die Heilige Schrift das Thema aufnimmt und sagt, ja, auch Maria und Josef haben auch keine Herberge gefunden, dann reihen sie sich ein in eine unzählige Schar von vertriebenen Menschen. Und das passt zur Weihnachtsgeschichte, weil Weihnachten gar nichts Liebliches ist. Aber eine Botschaft, die an alle, die denen es nicht so gut geht oder die auf der Flucht sind und keine Herberge finden oder Herberge doch finden bei uns, für die ist es eine tröstliche Botschaft. Hier sehen wir die Krippe der bayerischen Königsfamilie, der Wittelsbacher. Und auch diese Krippe passt wunderbar ins Jahr 2018, denn 1918 ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Da war Revolution in Bayern und die Königsfamilie, König Ludwig III., musste fliehen. Und in den 30er, 40er Jahren hat dann die Familie des Prinzen Franz von Bayern, ein Sohn des letzten Königs, eine Krippe gemacht, eine Familienkrippe. Und als dann 1945 die russischen Panzer in den Ort reingefahren sind, so hat mir die Prinzessin Eleonore von Bayern erzählt, sind wir mit unserem tragbaren Hab und Gut auf der anderen Seite rausgeflohen. Und bei dem tragbaren Hab und Gut, das war nicht viel, haben wir die Krippe mitgenommen.
Und das erlebt man auch bei ganz vielen Vertriebenen, den vielen Millionen Vertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sie mit dem wenigen, was sie mitnehmen konnten, ihre Krippen mitgenommen haben. Weil in der Krippe, kulturgeschichtlich gesehen, sich Familie und Heimat manifestiert. Wir stehen jetzt wieder vor einem Christkind, ein gotisches Christkind, 1495, 1500 etwa, aus einer Werkstatt oder von einem Künstler in Ulm, Michel Erhard hieß der. Von dem haben wir hier ein Jesulein, das später umgearbeitet wurde mit beweglichen Armen, denn das kommt aus einem Frauenkloster. Und Frauen, wenn sie ins Kloster gegangen sind, haben in Schwaben seit der Zeit um 1500 zumeist ein Jesuskind mitbekommen. Das nannte man auch Trösterlein oder Seelentrösterlein, weil sie ja selber keine Kinder haben durften. Und von daher ist es ein ganz grandioses kulturgeschichtliches und religiöses Zeugnis, wie man diese Jesuskindfiguren sehr leibhaft gegenwärtig erlebt hat in Frauenklöstern. Im 19. Jahrhundert brach in Mindelheim das sogenannte Krippenfieber aus. Alle wollten Krippen haben. Es gab einen Mann, der ganz besonders viele Figuren gemacht hat für seine Familienkrippe, Lorenz Fackel, ein Bäckermeister. Und dieser Bäckermeister hat eine so riesen Krippe gebaut, dass man immer ein ganzes Zimmer ausräumen musste. Und all diese Figuren und viele, viele andere noch, Hunderte und Aberhunderte, schuf dieser Bäckermeister und andere Mindelheimer Familien mit. Und in ganz Mindelheim gab es wohl kein Haus, wo keine prächtige Krippe zu sehen war. Und dafür steht eben das für die Krippenstadt Mindelheim, die es seit mindestens 250 Jahren schon gibt. Dem Flughafen Memmingen fliegen Sie zu über 40 Zielen in Europa, Afrika und Asien. Und jetzt neu nach Edinburgh, Tel Aviv, Banja Luka, Marrakesch, Brindisi, Pristina, Chisinau. Jetzt buchen. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Hallo, mein Name ist Petra Wachter. Das Atterer Kochen und Schenken ist das Paradies für Liebhaber des schön gedeckten Tisches. Für Hobbyköche, die professionelle Küchenausstattung schätzen und alle, die Geschenke für jeden Anlass suchen. In unserem Grillshop finden Sie alles für eine gelungene Grillparty. Für angenehme Wärme führen wir ein großes Sortiment an Kaminöfen. Wir freuen uns auf Sie. Wir von RSA stehen hinter euch. Es ist Zeit für neue Trikots. Es ist Zeit für den nächsten großen Ausflug. Es ist Zeit für das nächste Vereinsheim-Upgrade. Sagt uns, wofür euer Verein dringend Geld braucht und holt euch die RSA-Vereinskasse. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit nimmt vor allem Frau sich vor, die Liebsten mit selbstgemachten Leckereien zu überraschen. Wie wäre es zum Beispiel mit selbstgemachten Pralinen oder handgegossener Schokolade? Meistens reicht die Zeit dafür dann doch nicht. Aber wir zeigen Ihnen jetzt eine Memmingerin, die die ganze Vorweihnachtszeit in der Küche mit Schokolade verbracht hat. Und das mit großem Können und großer Leidenschaft. Speziell für Weihnachten habe ich die Tafeln nicht in normaler quadrat- oder rechteckigen Form, sondern nur in Sternenform. Dekoriert immer mit was weihnachtlichem Motiv, Nikolaus oder mit Sprüchen, frohe Weihnachten. Man kann auch ganz spezielle Sprüche drucken auf die Schokolade, was Persönliches. Dann habe ich Schokoladenengel, Schokoladen-Nikolaus. Birgit Hehl aus Memmingen ist die erste und einzige Schokoladensommelier im Allgäu. Im Keller hat sie ihre Schokoladenküche, in der nur beste Zutaten zum Einsatz kommen. Ich schaue, welches Herkunftsland, und natürlich ist mir ganz wichtig die Qualität der Schokolade. Das heißt, nachhaltig, fair gehandelt, ohne Kinderarbeit, und es muss hochwertige Edelkakaobohnen sein.
Die 46-Jährige will uns auch gleich eine Kostprobe ihrer Schokokunst geben und mit mir Weihnachtstafeln gießen. Dafür muss ich die Formen zuerst mit Watte polieren. Reicht das jetzt so schon? Das reicht schon, ja. Das reicht schon. Okay. Genau. Wichtig ist, dass die Ecken schön poliert sind. Dann stelle ich dir die Schokolade hin und du darfst dir die Tafeln machen. Okay, dann probieren wir es mal. Meine ersten Schokoladentafeln. Wichtig, vorher schön rühren, dass es warm und kalt sich wieder vermengt. Halben. Reicht das so, oder? Und in dem Moment, wo du klopfst, verteilt sich ja die Schokolade in der Form. Das heißt, ich einfach klopfen. Das wird nach vorne schwenken. Wann hast du denn zum ersten Mal Pralinen gemacht oder wie kam diese Grundidee auf? Ich habe die Herstellung von Schokolade mir angeschaut und habe das auch in der Praxis gemacht, Rohschokolade. Und dann wollte ich Pralinen machen, da habe ich verschiedene Pralinenkurse belegt. Einsteigerkurs, Profikurse und so bin ich drauf. Es ist reine Übungssache, es ist wirklich, je öfter man übt, je mehr man Pralinen macht, je mehr... Desto Perfektion, besser, ja, genau. Wie bei jedem Handwerk. Ja, genau. Das heißt, ich klopfe jetzt nochmal. Darf ich nochmal was dazu tun? War es zu wenig? Aber lieber ein bisschen zu wenig, man tut nochmal nachschöpfen, wie wenn es dann überläuft alles. Man kann es ganz schlecht einschätzen, wie viel in diese Form reingeht. Es ist eine 80 Gramm Form. Aber dieses Augenmaß mit dem Schöpfen. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Topping? Was haben wir denn jetzt hier? Also vorbereitet habe ich erstmal Nüsse, gehackte Haselnüsse, ganze Haselnüsse und das sind so Kekskugeln mit Schokolade überzogen. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Jetzt bin ich gespannt. Für Weihnachten ein bisschen ein Weihnachtsdeko und TV Allgäu. Oh, das ist ja super schön. Jetzt hat Allgäu TV dann auch eine eigene Schokolade. Genau. Super. Wie hast du denn diese tollen Logos gemacht von uns? Also ich habe einen eigenen Lebensmitteldrucker. Das heißt, ich tue mit Lebensmittelfarbe auf Schokolade, auf Kakaobutterbasis drucken. Das heißt, Bilder, Namen, Logos, ist alles möglich. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, weil die Schokolade fest wird. Ich mache eine, du machst zwei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was dem Allgäu-TV-Zuschauer am besten schmeckt. Ich würde das jetzt einfach mal dir die Kreation überlassen. Und ich mache hier noch was mit Weihnachtsmotiven. Genau. Super. Dann nehme ich einmal Allgäu-TV zu mir. Unsere Allgäu-TV-Schokolade muss nach dem Dekorieren nur noch aushärten. Die gelernte Finanzbuchhalterin verbringt gerade jetzt viel Zeit in ihrer Küche. Das ist die Vorweihnachtszeit, die ist im Prinzip verbringe ich zu 99% in der Pralinenküche. Es wird auch nicht mehr keine Plätzchen mehr gebacken. Ich mache das im Freundeskreis im Austausch Pralinen gegen Plätzchen, weil einfach die Zeit fehlt. Das ist die Hauptsaison einfach mit Kursen und Pralinen. Was Birgit Hehl in ihrer Schokoladenküche in der Vorweihnachtszeit noch alles macht, erfahren Sie heute Abend in der neuen Ausgabe Allgäu TV Spezial. Früher waren sie eigentlich nur am Nikolaustag aktiv. Mittlerweile sieht man sie die ganze Weihnachtszeit über immer wieder. Die Klausen. Männer in dicken Fellkostümen mit Kuhglocken um den Bauch und Ruten in der Hand ziehen durch die Allgäuer Orte und vertreiben Wintergeister. Ursprünglich jedenfalls. Doch woher kommt dieser Brauch eigentlich und wie hat er sich in den letzten Jahren gewandelt? Diesem Thema widmet sich derzeit eine Ausstellung im Stadtmuseum Memmingen. Sie heißt Grober Unfug, Klausentreiben, gezähmtes Brauchtum. Und meine Kollegin Julia Becker hat sich diese Ausstellung für Sie angesehen. Er bringt Geschenke und ist deshalb sehr beliebt bei Kindern. Klar, die Rede ist vom Nikolaus. Aber... er kommt nicht allein. Im Allgäu bringt er meistens eine ganze Herde an wüsten Gestalten mit sich. Die Klausen.
Sie sorgen für Schlagzeilen, damals wie heute. Immer wieder wird von Ausschreitungen berichtet, aber auch immer wieder appelliert, den Brauch zu wahren. Es gibt verschiedenste Theorien, wo das herkommen könnte. Man glaubt hier an die von Herrn Weidnauer aufgestellte These, dass es ein keltisches Brauchtum ist, wenn nicht sogar vorchristlich. Und Belege dafür gibt es aber leider keine. Der erste schriftliche Beleg überhaupt zum Klausentreiben war eben das Verbot 1642 in Memmingen wegen groben Unfugs, weshalb wir auch die Ausstellung hier machen. Eine Sache haben Klausen, egal aus welchem Teil des Allgäus, gemeinsam. Sie sind maskiert und damit überhaupt nicht zu erkennen. Das ist eigentlich eine Sache, die bestimmt auch mit ein Grund ist, warum es so beliebt ist. Weil die Maske verbirgt ja den Menschen dahinter. Durch die Maske ist er frei und wild, er kann nicht erkannt werden. Und ich denke auch, das ist ein Grund, warum es heute so beliebt ist in dieser doch gläsernen Gesellschaft, dass man etwas tun kann, sich dahinter verstecken kann und nicht wirklich gesehen wird dabei. Bis ins 19. Jahrhundert kam es beim Klausentreiben sogar immer wieder zu Todesfällen. Darum hat sich mittlerweile aber einiges geändert, zum Beispiel in Sachen Ruten. Haselnussruten sind mittlerweile nicht mehr erlaubt. Außerdem darf nur noch unterhalb der Gürtellinie geschlagen werden. Darum nennt sich die Ausstellung auch gezähmtes Brauchtum. Es kamen auch weitere Verbote, also Kempten hat es auch mal verboten, Kaufbeuern hat es verboten. Also Memmingen war nur die erste Stadt und ist da auch in einem Trend, weil das wurde ja versucht bis heute zu verbieten. Also diese Verbote sind populär für das Klausentreiben. Nach dem Krieg sahen die Klausen übrigens häufig so aus. Die Männer drehten einfach nur ihre Wehrmäntel um, mit der Fellseite nach außen. Dazu ein langer Bart. Aber heute unterscheiden sich die Klausen stark von Dorf zu Dorf. Wir haben einen extra Raum hier auch eingerichtet, der Beispiele aus dem Oberallgäu zeigt. Und da wird ganz deutlich, dass sich nicht nur das Unterallgäu zum Oberallgäu unterscheidet, was die Kostümierung angeht, sondern auch kleinste Ortschaften, die nebeneinander liegen, wie Berghofen und Burgberg, die komplett andere Formen und auch Kostüme haben für das Klausentreiben. Also es wird auch unterschiedlich ausgeübt. Es ist nicht ein Klausentreiben da, sondern eigentlich ganz viele übers gesamte Allgäu gezogen. In Berghofen zum Beispiel gibt es einen weißen Klaus, der Rest ist schwarz. In Burgberg hingegen, nur 7 Kilometer entfernt, gibt es ausschließlich weiße Klausen. Und in Immenstadt sind die Farben gemischt, aber dafür tragen sie Hörner. Ein besonders krasses Beispiel sind aber vor allem die Steinheimer Strohklausen. Sie sehen komplett anders aus als die anderen. Übrigens wickeln sich die Männer da gegenseitig ein. Das Kostüm ist generell nicht ohne. Ja, wenn sie wohin wollen, dann müssen sie sich im Wagen stapeln. Also die können nicht wirklich in einem Auto oder in einem Bus sitzen wie die anderen Klausen, wenn sie zu einem Lauf wollen. Die werden dann in einem Waggon gestapelt. Und auch aufs Klo gehen ist damit eher nicht. Zur Grundausstattung eines Klausen gehören aber überall Maske, Rute und Kuhglocken. Es gehören im Oberland meist Felle dazu, hier unten nicht immer, es ist eher der Flachsbart im Unterallgäu. Also es ist eher ein Knecht Ruprecht, der hier da ist, und auf alten Fotos im Oberallgäu sieht man auch dort auch. Also da waren die Bärte auch eher da als die Felle und die Hörner noch in den 40er Jahren. Und dann gehörten früher noch Ketten dazu. Die sind über die Vereine und die Ausschreitungen ab den 60er Jahren langsam geschwunden und waren aber früher offenbar überall dabei. In den ganz alten Sachen, die man dazu liest, wird immer von Ketten berichtet. Und außerdem gehörten auch die Bärbele am Tag davor dazu. Die Bärbele sind quasi das weibliche Pendant zu den Klausen. Doch sie sehen eher aus wie Hexen. Am Barbara-Tag, also einen Tag vorm Nikolaus, ziehen sie los.
Sie hatten früher Besen dabei, mit denen Sie die bösen Geister ausgefegt haben aus den Stuben und den Straßen. Das war das Ziel der Bärbele. Und die Klausen kamen dann einen Tag später eigentlich, um das zu vertreiben, was die Bärbele nicht geschafft haben. Mittlerweile haben aber auch die Bärbele Routen, mit denen sie schlagen. Doch gerade das Schlagen und damit Disziplinieren der Kinder finden manche gar nicht so gut. Von einer schwarzen Pädagogik ist die Rede. Professor Dr. Kapfhammer hat das Klausentreiben bis zu seinem Tod verbieten wollen. Das war eigentlich sein Ansinnen. Er sagte, es sei ein antifeministischer Brauch, der nur Gewalt beinhalte, der seinen Ursprung eh schon verloren habe und eine schwarze Pädagogik anwende, die auch den Kindern nicht zumutbar sei. Und wenn man sich die Klausen so anschaut, ein bisschen kann man diesen Gedanken auch verstehen, oder? Sie sind einfach gruselig, aber eben auch eine Tradition, die es so wie im Allgäu wohl kaum irgendwo gibt. Sie spielten in Abu Dhabi, Budapest und New York. Zwei Musiker aus dem Allgäu waren auf der ganzen Welt unterwegs. Pianotainment, das sind Stefan W. und Marcel Dorn. Und auf Reisen, das kennen Sie vielleicht auch selbst, passieren einem ja Sachen, die man so schnell nicht wieder vergisst. Und so war es auch bei den beiden. Und um uns alle daran teilhaben zu lassen, gibt es zu ihren Erlebnissen aus aller Welt jetzt eine Ausstellung in Kempten. Wir haben die beiden vor Ort getroffen und uns die Anekdoten erzählen lassen. Ob in den Anden, in Grönland oder auf den Salomonen. Marcel und Stefan waren schon da. Über 100 Länder haben die beiden bereist und vor allem bespielt. 20 Jahre lang spielen sie schon zusammen Klavier. Sie lernten sich bei der Bundeswehr in Kempten kennen. Und haben damals schon festgestellt, dass wir, wenn wir abends in die Kneipen gehen und vierhändig spielen, es für uns mehr Spaß ist, aber auch für das Publikum eben. Und das war damals die Initialzündung gleich nach unserem Kennenlernen, dass wir irgendwie da was draus machen wollen. Dabei waren wirklich spannende, aber manchmal auch nicht ganz ungefährliche Orte. Einmal wurden sie fast ausgeraubt in Maputo in Mosambik. Doch das war nicht alles. Zum Beispiel ein Konzert in der gefährlichsten Stadt der Welt in Caracas wurde auf 17 Uhr vorverlegt. Einfach aus dem Grund, damit die Konzertbesucher noch vor Einbruch der Dunkelheit aus Sicherheitsgründen nach Hause kommen können, was aber leider nicht allen geglückt ist. Also ist schon tatsächlich so eine kuriose Sache. Aber auch ganz normale Reisepannen erlebten die beiden schon auf Tour. Oder man bleibt halt mal mit dem Flieger irgendwo liegen. So ist es uns passiert in Abu Dhabi, weil ein isländischer Vulkan, man hat davon gehört, ausgebrochen ist. Hat zur Folge gehabt, dass wir mit Tom Jones im selben Hotel stecken geblieben sind und zusammen abends eine kleine Session gefeiert haben. Also hatte das ja sogar noch eine positive Wendung. Persönliches Highlight war für Stefan eine Kreuzfahrt von Australien nach Bali. Da kamen sie an der Inselgruppe Molukken in Indonesien vorbei. Und da gab es eine kleine Insel, Banda Neira hieß die. Und die war wirklich mein persönliches Highlight, eine Trauminsel mit Traumstränden. Und mein persönliches Lieblingsbild entstand auf dieser Insel. Das hängt bei mir im Wohnzimmer, jetzt gerade nicht, weil es im Teak Kempten hängt. Und ein Highlight dieser Insel waren die Tiere. Dort gab es Spinnen, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also von einem Ausmaß unbeschreiblich. Auf ihren Touren versuchen die beiden, wenn sie schon da sind, auch etwas von den Orten, Ländern und Städten zu sehen. Dabei haben sie eindrucksvolle Bilder mitgebracht, übrigens alle aufgenommen mit dem Handy. Wir sind musikalische Reisende und reisende Musiker gleichzeitig. Also wir schauen nach links und rechts und wollen ein bisschen was drumherum auch erleben. Und natürlich ist es auch so das Salz in der Suppe für uns, sich auf dieses unterschiedliche Publikum einstellen zu dürfen. Also ob man jetzt gerade in Schwarzafrika ist oder im feurigen Südamerika oder im höflichen Asien. Ein paar der entstandenen Fotos sind jetzt im Theater in Kempten ausgestellt. Aber auch jeweils mit einer Anekdote versehen.
Das war tatsächlich unsere erste Kreuzfahrt, von der ich schon erzählt habe, die durch Melanesien ging. Das Foto ist entstanden auf den Salomonen. Da herrschte eine Zeit lang Bürgerkrieg. Und dieses gekenterte Boot im Hintergrund ist tatsächlich ein Kreuzfahrtschiff, und zwar die World Discoverer 1, wenn ich mich nicht irre. Die lief damals auf Grund und wurde von den Einheimischen geplündert. Heute ist es quasi, ich will jetzt nicht sagen Touristenmagnet, aber es ist ein Anlaufpunkt für weitere Expeditionskreuzfahrtschiffe. Dieses Schiff sich nochmal anzuschauen, mittlerweile sind die Einheimischen auch friedlicher geworden, unter anderem dieser Junge. Doch die beiden machen ja an all den Orten hauptsächlich eins: Musik. Von der haben wir jetzt viel gesprochen. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen was hören. Weil aber gerade auch noch ein Theaterstück im Tick aufgeführt wird, steht hier keins auf der Bühne. Wir versuchen trotzdem unser Glück und suchen. Und in der Garderobe bzw. Maske der Schauspieler werden wir tatsächlich fündig. Also in dem Fall Die Ausstellung Always on Tour ist den ganzen Dezember lang noch an allen Veranstaltungstagen im Theater in Kempten zu sehen. Der Eintritt ist frei. Erste Segelversuche auf einem Katamaran, ein Elektrofestival und freche Strauße. Meine Kollegin Luisa Hammelbeck hat dieses Jahr viel erlebt bei ihren Dreharbeiten für die Allgäu TV Nachrichtenbeiträge und Magazine. Für unseren Jahresrückblick hat Luisa noch einmal ihr Gedächtnis und ihre Dateien durchforstet und ein paar Beiträge gefunden, die sie gerne erneut mit uns teilen möchte. Viel Spaß bei ihrem ganz persönlichen Jahresrückblick. Dialekt, Landschaft, Job. Für mich war vieles neu, als ich Anfang des Jahres von Dortmund ins Allgäu gezogen bin. Also die Landschaft kann man ja eigentlich nur mögen. Seen und vor allem Berge sind in und um Dortmund eher Mangelware. In diesem Rekordsommer konnte ich die schöne Natur auch noch so richtig genießen. Aber mit dem Dialekt habe ich mich am Anfang echt schwer getan. Eigentlich verstehe ich die Allgäuer immer noch nicht so wirklich. Bei einem Dreh im September habe ich das deutlich gemerkt. Ich sollte über ein Mundart-Theaterstück in Bad Hindelang berichten, Gstergrindek. Eine Komödie, die offenbar auch sehr witzig war. Mein Kollege und auch das gesamte Publikum haben ständig gelacht. Nur ich halt nicht. Ich habe nämlich so gut wie nichts verstanden. Die Schauspieler hätten von mir aus auch Italienisch sprechen können. Das wäre für mich aufs Gleiche rausgekommen. Aber nicht nur an diesen Dreh erinnere ich mich gut, sondern auch noch an ein paar andere. Und die habe ich nochmal für Sie zusammengeschnitten. Mein absolutes Highlight in diesem Jahr war ganz klar das Katamaransegeln auf dem Bodensee. Im Mai fand dort die Deutsche Meisterschaft im Katamaransegeln in den Klassen Formula 16 und 18 statt. Ein paar Tage vorher war ein Regattatraining, bei dem ich dabei sein durfte. Oder nochmal umgelenkt durch den Block und nach hinten geführt. Dann haben wir hier eine Skala, dann können wir genau sehen, wie dicht wir die Großschot haben. Das ist aber nicht nötig, muss nicht jeder haben, sondern es reicht, wenn man sich auf die Großschot ein paar Marken macht. Nach der Theorie musste erstmal die Ausrüstung angelegt werden. Dabei half mir Gerd Schmitzer, mein Katamaranlehrer. Ein echter Segelfan. Ich glaube, das Schöne an dem Segeln ist, dass jeder Tag auf dem Wasser neu ist. Also egal, ob du bei viel Wind, bei wenig Wind draußen bist, die Wellen geben sich anders, der Wind gibt sich anders. Also du lernst jeden Tag dazu. Mit jedem Tag auf dem Wasser, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Tag auf dem Wasser wie eine Woche Urlaub. Wir hängen uns dann hier den Haken ein, hier dran. Und dann stehen ein paar Erklärungen noch, dann ging's los. Oh, Entschuldigung. So muss das sein. Jetzt schaut es doch richtig professionell aus, oder? Raus aus dem Zecher Hafen fuhren wir noch mit dem Motorboot. Auf dem Wasser sollte ich dann auf den Katamaran wechseln. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Wirklich bequem fand ich es auf dem Boot nicht. Dafür aber ziemlich cool. Schließlich war es mein erstes Mal auf einem Katamaran. Nach einer Eingewöhnungsphase sollte ich mich ins Trapez hängen. Erst ziemlich gruselig, einfach so über dem Wasser zu hängen. Dann aber fing es an, mir Spaß zu machen.
guten Schluss durfte ich sogar noch steuern. Actionreich geht's in meinem Jahresrückblick weiter mit dem Icarus-Festival, das im Juni in Memminger Berg stattfand. Es wurde viel getanzt und viel getrunken. Kamerascheu war fast keiner der vielen Besucher. Eher das Gegenteil war der Fall, wie ich schon beim Aufzeichnen meines Aufsagers erfahren konnte. Wir sind heute auf dem Icarus-Festival. Das findet direkt neben dem Memminger Flughafen statt. Und wie man sieht, es ist schon ordentlich was los. Hinter mir tanzen schon alle. Und wir schauen uns jetzt mal um, was es sonst noch so zu entdecken gibt. Seit 4 Jahren findet das Festival am Allgäu Airport statt. Von Jahr zu Jahr ist es gewachsen. Immer mehr Bühnen und Besucher kamen dazu, erzählt uns Veranstalter Bastian Schleich. Also ich glaube, dass das Icarus zum einen mal die Location von anderen Festivals unterscheidet. Direkt neben der Landebahn ist natürlich wirklich geil. Das ist ein mega Lärm und sieht optisch geil aus, wenn ihr ein Flugzeug startet oder landet. Und es ist eigentlich relativ bunt und vielfältig. Und ich glaube, wir haben gerade so von unserem Programm, wir sind ein elektronisches Campingfestival, und wir haben innerhalb der elektronischen Sparte eigentlich sind wir relativ breit aufgestellt. Meine Musik war es ehrlich gesagt nicht. Aber die Besucher hatten ganz offensichtlich viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen, ich bin Locke. Ich bin ultra gern hier auf diesem Festival. Ich bin seit Dienstag dort und ich freue mich mega auf Feiern. Das Icarus Festival ist super. Irgendwelche Fragen? Und worauf freut ihr euch so am meisten? Also ich muss persönlich sagen, ich freue mich eigentlich am meisten auf die neuen Bekanntschaften, die ich hier mache. Die Musik ist noch, die ist eher so sekundär, also primär tatsächlich auf die Freunde, die ich hier mache, ja. Hast du denn schon Freunde gefunden? Ja, in der Tat eine Menge. Also ich kenne die Leute, ich kenne die ganzen Leute hier gar nicht, also eigentlich. Aber ja, wir haben Freunde gefunden hier. Kannst du mir 3 Dinge aufzählen, die auf einem Festival nicht fehlen dürfen? Bier, Bier und Glitzer. Bier, Trichter und eine Schubkarre. Oh, das ist ganz wichtig. Das Wichtigste ist so eine Schubkarre. Also wirklich, dass man das Zeug nicht immer schleppen muss. Das Allerwichtigste. Woran ich mich außerdem noch gut erinnere, ist der Besuch bei Andreas Guggenberger. Er ist Straußenbesitzer und Züchter. 6 ausgewachsene, zahme Straußen hält er in einem Gehege bei Kardorf. Also ich gehe einmal am Tag her zum Füttern. Klar, wenn die Jungen da sind, die Jungtiere, dann ist es ein bisschen mehr Arbeit. Auch gerade die Brutpflege, zum Schauen, dass die ganzen Eier richtig schlüpfen, das ist natürlich mehr Aufwand. Aber sonst sage ich mal am Tag so 1,5 bis 2 Stunden. Mit der Brutpflege hatte Andreas nichts mehr zu tun, als ich ihn im September besuchte. Stattdessen hatte er 3 süße Straußenbabys zu versorgen. Sie waren leider nicht so zutraulich wie die Großen. Die wiederum waren mir schon fast wieder zu zutraulich. Dieser Frechdachs hat tatsächlich ein kleines Stück aus dem Mikrofon an der Kamera abgebissen. Aber lieber das Mikro als ich. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung.
52 Wochen Allgäu TV, das macht allein 260 Nachrichtensendungen. Und um die zu füllen, sind unsere Redakteure eben ständig für Sie im ganzen Allgäu unterwegs. Sie treffen die unterschiedlichsten Menschen, bringen alle möglichen Geschichten mit und auch Anekdoten. Hier der Jahresrückblick meiner Kollegin Stefanie Schweble. Ehrlich gesagt, so ganz kann ich es immer noch nicht glauben, dass das Jahr jetzt schon wieder vorbei sein soll. Naja, schließlich ist in diesem Jahr aber auch einiges passiert, was ich mit Allgäu TV erleben durfte. Und dafür sind wir normalerweise hinter der Kamera anzutreffen. Meistens zumindest. Etwas, was mich dieses Jahr doch einen kurzen Moment aus dem Konzept gebracht hat, war, als ich mit meiner Kollegin Julia Pösel die Sänger der Münchner Freiheit und der Spider-Murphy-Gang interviewen sollte. Weil zufälligerweise wurde Günther Siegel auch noch von einer Dokumentarfilm-Crew begleitet. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen und um Günther Siegels Umgang mit der Presse zu zeigen, waren wir auf einmal vor statt hinter der Kamera. Naja, ob es das Interview jetzt tatsächlich so in den Film schafft, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich weiß auf alle Fälle, dass ich in diesem Jahr keinen einzigen langweiligen Moment hatte. Das mit Abstand Schönste für mich an unserem Job ist ja, wie viel man das ganze Jahr über eigentlich erleben darf. Denn lernen durfte ich 2018 eine ganze Menge. Etwa, dass der größte Kartoffelpuffer der Welt komplett aufgegessen werden musste, um seinen Titel zu erhalten. Dass der junge Mozart sicherlich vor Neid erblasst wäre, wenn er die Sieger von Jugend musiziert gehört hätte. Oder, dass zum erfolgreichen Aufbau eines Schutzwaldes auch eine Prise Schafsfett dazu gehört. Und auch die ein oder andere Ausstellung war mit dabei. Naja, in Ausstellungen und Museen bin ich ja eigentlich schon immer ganz gerne gegangen. Aber obwohl 2018 viele Ausstellungen dabei waren, die mich wirklich begeistert haben, hat mich wohl keine so bewegt wie die, die ich gleich zu Beginn des Jahres in Marktoberdorf besuchen durfte. Denn dort lernte ich Rainer Pohlig, Roland Freudenberger und Conny und Norbert Mühlberger kennen. Sie alle leben mit einer psychischen Erkrankung, was es ihnen erschwert, sich ihre Träume und besonders auch ihre Lebensträume zu erfüllen. Geschafft haben sie es dennoch. Einmal auf der Bühne stehen, einmal Engel Aloysius sein und einmal heiraten. Noch schöner als die Fotos selbst war nur mitzubekommen, wie viel die Bilder der Lebensträume ihnen allen bedeuten. Bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil ich selber Musik mache und auch immer Rockmusiker werden wollte oder Popmusiker und das war einfach wichtig für mich. Immer wenn ich das Bild sehe, dann schaue ich auch immer hin. Das, also Bild ist für mich wichtig. Wenn ich mal aufgeregt bin, dann nimmt es das wieder zurück. Ja, ist schon was Besonderes, ja. Mhm. Ja. Und 23. August feiere ich so 5-jähriges. Mhm. 5 Jahre schon verheiratet. Glücklich. Ja. Ein Lebenstraum ist es vielleicht nicht, aber ein kleiner Traum ist es schon. Entspannt und staufrei auf der B12 fahren. Die nächsten Jahre soll sie ja zweibahnig ausgebaut werden. Wie wir bei der technischen Planung feststellen durften, ist das umzusetzen aber wirklich gar nicht so einfach. Wir waren dabei, als im Juli ein Teil der Strecke zwischen Kempten und Wildpolsried vermessen wurde. Dafür wird mit einem Messsystem mit Laserscannern, Antennen und Kameras langsam die B12 abgefahren, damit wirklich alles erfasst werden kann. Der wichtigste Grund, warum man sowas entwickelt hat, ist, dass man einfach mehr Kilometer vermessen kann in deutlich kürzerer Zeit und dass man jetzt mit dem Fahrzeug auf der Fahrbahn, sprich auf der Autobahn, auf der stark befahrenen Bundesstraße ist und nicht mehr ein Vermessungstrupp, wo Menschen sich im Verkehrsraum unter Verkehr bewegen. Das ist zum einen gefährlich und zum anderen sehr zeitaufwendig. Also zu Fuß schafft man maximal 1 Kilometer pro Tag und wir schaffen mit dem System in einer Stunde 30 bis 40 Kilometer zu vermessen. Und auch wir haben natürlich versucht, alles mit der Kamera einzufangen. Wofür wir natürlich auch den Verkehr auf der B12 gefilmt haben. Dass die Autos besonders gemäßigt und langsam an uns vorbeifuhren, machte erst dann Sinn, als wir zurück im Auto hörten, wie im Radio ein Blitzer kurz vor Kempten auf der B12 gemeldet wurde. Die Entwarnung dafür haben wir dann später selber noch kurz beim Radio durchgegeben.
Heißer Sommer, heiße Temperaturen und wir irgendwo zwischen dem Allgäu und Afrika. Denn Mitte Juli durfte ich Gottfried Kölbl und Alhadj-François Diouf kennenlernen. Gottfried Kölbl engagiert sich seit über 30 Jahren mit Leib und Seele für die Entwicklungshilfe im Senegal. Naja, das Allgäu und Ostafrika, das liegt ja jetzt doch schon sehr weit voneinander entfernt. Näher gebracht haben sie uns Afrika und ihre Arbeit dennoch. Unter anderem mit Hilfe von einem kleinen afrikanischen Boot, einem Atlas, einem kleinen Affenbrotbaum, ihrer Geschichte und vor allem auch einer ganz besonderen Freundschaft. Denn die beiden kennen einander schon eine ganze Weile. Ich habe seinen Bruder mal eben anlässlich eines Gottesdienstes kennengelernt. Und Alhadj kam also dann ungefähr 5 Jahre später eigentlich auf die Bildfläche. Etienne hat dann gesagt, ja, ich habe noch Geschwister, unter anderem den Alhadj, der möchte jetzt in die Schule gehen, ob wir nicht helfen könnten. Und mit einem Fahrrad, er war damals schon an der Mittelschule, war das möglich, dass er nach Empur aufs Gymnasium gehen konnte. Hat dann anschließend Deutsch studiert und begleitet uns seitdem zum einen als Dolmetscher und später auch bei Entwicklungshilfeprojekten. Was ein Land für eine gute Entwicklung braucht, seien aber nicht nur Akademiker, meinen die beiden, sondern vor allem ausgebildete Leute in Handwerk und Landwirtschaft. Ich wünsche mich einfach, dass eines Tages die Leute auch aus Europa nach Afrika kommen, um dort zu investieren. Und nicht nur, dass die Afrikaner hierher kommen, um einfach also wegen wirtschaftliches Problem oder so. Mit Familie Kölbl und Alhadj-François Diouf war es damals unglaublich nett. Und es war sicherlich ein Dreh, den ich noch lange in guter Erinnerung behalten werde. Deutlich ernster wurde es dann im November, denn 2018 liegen auch die November-Pogrome genau 80 Jahre zurück. Wir haben uns mit Herbert Diefenthaler in Memmingen getroffen. Er ist im Stolpersteine e.V. und setzt sich dafür ein, dass auch in Memmingen die Namen jedes Opfers des NS-Regimes, sein Schicksal und seine Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Julius Guggenheimer, Betty Heilbronner, Hans-Jakob Freimann. Sie waren nur einige der Schicksale, die wir an dem Tag kennenlernen durften. Es war ein sehr bewegender Dreh und auch einer, an dem wir erfahren mussten, wie schwierig es mit der Entnazifizierung in Memmingen war. Heute ist dank Leuten wie Herbert Diefenthaler vieles anders. Nur 2 Tage nach unserem Dreh wurden erneut Stolpersteine von dem Verein und der Stadt zusammen mit den Angehörigen verlegt, damit auch ja niemand in Vergessenheit gerät. Draußen, drinnen, politisches, buntes, Tüftler und Traditionen. Am liebsten würde ich noch ewig von all den Drehs erzählen. Aber auch 2018 geht irgendwann zu Ende. Und auf das, was das neue Jahr bringt, darauf freue ich mich auf alle Fälle jetzt schon. Das war der letzte Wochenrückblick im Jahr 2018. Ab Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn zu den Allgäu TV-Nachrichten. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Rutsch, ein fantastisches neues Jahr und ein schönes Silvesterfest. Als Geigenbauer bin ich nach Füssen gekommen, aus geschichtlichen Gründen. Füssen hat mich angezogen, weil hier der Geigenbau ausgestorben war und ich wollte diese Tradition versuchen weiterzuführen. Füssen hat mich auch an meine Heimat erinnert, Berge, Seen und die Landschaft war hier sehr schön. Füssen ist für mich der Nabel der Welt, zentral in Europa. Als Schweizer bin ich nicht so weit weg von meiner Heimat und habe das ganze Land im Hintergrund und Österreich über die Grenze, sodass die Kundschaft von überall kommen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.